Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prototype 2. Ich bin's wieder, euer Lotman86. Der Bekloppte ist wieder in der Haus, genau zu sein, gerade hier in Lincoln Meadows unterwegs. Ein paar letzte Nebenaufgaben wollte ich gerne noch erledigen, bevor wir uns wieder den Missionen zuwenden. Bedingt dadurch, dass wir einfach mal stärker werden. Und ich jedes Mal immer irgendwie was Lustiges finde, was ich dann wieder essen darf und meinen Spaß mit haben und so. Und deswegen machen wir das einfach so. Hab ich mir so gedacht, wisst ihr? Ich mich gedacht, mache ich einfach. Krieg 17. Oh, den Zugriff haben wir sogar. Das ist nice. Frachtlieferung 18a. Lass mich raten. Wir dürfen wieder sammeln gehen. Stuck on the landing pad for half an hour. What else is I gonna do? Don't you worry, 4-3. You're about to see my crazy up close and personal. Hey, hey, hey. Hey, hey. Ja, das wird er auf jeden Fall rausfinden. Ich denke mal, wir dürfen den Helikopter vernichten. Steuer? Selber? Vielleicht? Bitte? Einmal? Ich will nur einen Helikopter mal steuern. Warum sind die Helikopter eigentlich immer im Arsch? Ja. Damn. I really wanted to kill him. Ballista 4, this is Ballista. A Firehawk chopper carrying sensitive intel about James Heller's biological weaknesses just went down. Transmitting coordinates. We need those files. Ballista out. Ja, mag ja sein, dass sie die Files braucht. Ich aber auch. Du brauchst sie sogar dringender als ihr. Weil es geht ja schließlich um mich, nicht um euch. Hier, in diesem komischen Würfelspiel, das sich Prototype 2 nennt. 10 Sekunden nur noch. Wie viel müssen wir zusammen? 23. Oha. Na, herzlichen Glückwunsch. Egal, da gibt's wieder Zeit. Manchmal ist das Fliegen so ein bisschen arschlangsam. Beziehungsweise wir fliegen echt zu lang mittlerweile. Vielleicht hätte ich doch nicht ganz so viele Mutationen sammeln sollen. Na egal, zu spät. Wir fahren einfach weiter. Solange wir noch mal so um die 10 bis 12 Sekunden rausholen, finde ich, ist das I-Punkt, O-Punkt schon. Oh ja, 3 Stück. Das heißt, die nächste ist am Arsch der Welt mal wieder. Na, geht sogar. Wir müssen Zeit rausholen. Letzte ist meistens so ein bisschen weiter weg. Ah, wobei, diesmal geht's. What? What? Intelligence on James Heller. I bet this will be fascinating reading. Get over here. I'll give you the condensed version. War ich jetzt zu langsam oder ist das jetzt geskriptet? Hold still. Come on. You can't be that slow. Ich bin auch nicht so langsam. Ich gehe es nur gemütlich an. Schon mal was davon gehört? Probier's mal mit Gemütlichkeit. This is getting kind of sad. Well, fuck you. Da weicht der natürlich aus, ey. Hallo. Hab mir gedacht, wolltest mal erleben, wie ich an dir vorbeiziehe. Ja, bis vorhin willst du ja noch flüchten, ne? Guck mal hier, kriegst du direkt wieder einen hinten rein. Du bist einfach zu langsam. Okay. Ja, hallo. Ich drücke eigentlich die ganze Zeit meine Tasten hier. Ach, ich habe nicht genug Macht. Warum sagt mir das denn keiner? Der kann sich also auch ein bisschen wehren. Kannst du dich auch dagegen wehren? Ja, in dem da kommt mein Kupps. Uncool. Alter! So langsam fängst du doch an, mir auf den Keks zu gehen. Wow, was eine Kombo, ey. You ought to mind your own fucking business. So. Also. Ja. Nee. Mistkerl. Eine müssen wir noch machen. Erfolgreich ab. Erfolgreich teleportiert. Nein, nicht teleportiert, sondern. Na.
Abgeschlossen. Mein Gott. Wollte ich aber auch nicht sagen. Infiltriert. Erledigt. Worldwide Web. Explorers. Lincoln Meadows. Irgendwie fehlt mir so... Das hat mein Prototype 1 sehr häufig, dass man, auch wenn man rumgerannt ist, dass so irgendwie immer was los war, ne? Also man hat irgendwie immer Gegner gehabt. Und gerade das ist so ein bisschen zu wenig, finde ich. Und was man halt eben auch sehr, sehr oft hatte, war, dass man irgendwie alle Nase lang hat man irgendjemanden gefunden, den man zum Absorbieren hatte, den man dann auch absorbieren wollte, um seine Erinnerungen rauszubekommen. Also die Idee haben sie anscheinend so ein bisschen verworfen. Gut, wir machen das zwar immer noch, aber weniger, weitaus weniger, finde ich. Oder geht mir das denn gerade nur so? Na egal. Auf zur letzten Mission. Dafür müssen wir eh erstmal wieder einen absorbieren, um dem seine Zugangsdaten zu erhalten. Also gehen wir erstmal wieder eine Runde jagen. So. Wen dürfen wir diesmal jagen? Dr. Edward Garolino. Dann sag mal ja, wo du dich versteckst. Head of Gentech Security Innovation. Sounds too smart to me. Links würde ich sagen. Ja, irgendwo da links. Irgendwo hier links hinten soll der sein. Ah, da vorne beim Hyde. Ohne Jackal. Ah. Okay, wo genau? Ah, nehmen wir doch den hier unten. Da rennt er hier einsam und alleine rum. Jetzt nicht mehr. Arme Sau. I still say it comes down to a question of encryption. Explain that. The locks on the doors, I mean, if they were encrypted better, there's no way this Heller asshole could get through them. You put in a 64-digit code, cycle it through a generator once every 3 hours, I mean, one of us would have to let him in for him to get inside. Unless the infected specimens escape and destroy the base from the inside out. I guess there's that, sir. Eigentlich keine schlechte Idee. Also beides. Die von innen erledigen lassen und zusätzlich dazu die Blutschwachen haben einen sicheren Perimeter zum Schutz ihrer gefährlichen Experimente errichtet. Infiltrieren sie ihre Festung. Ja, kann ja jetzt lustig werden. Jetzt muss ich mir dann... This is Bedrock at Base Juliet 73. We've experienced an equipment breakdown and now the specimens are out of control. Request reinforcements ASAP, over. Copy, Bedrock. Reinforcements are inbound. Be advised. Dr. Fisher is the key to the weaponization program and must be protected at all costs. Better get there quick. Don't want those monsters getting the pleasure of killing the good Dr. Fisher before I get a chance at him. Klingt nach dem Plan. The specimens are destroying everything. We need to get out of here. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Sie beeilen mich doch schon. Ich bin nur in die falsche Richtung am Anfang gelaufen. Aber das konnte ich auch nicht wissen vorher. Also die Missionsziele sollten vielleicht ab und an doch etwas schneller angezeigt werden. Oh, früher hat man sich so gefürchtet. Könnt ihr euch noch an Prototype 1 erinnern? Da hat man sich so gefürchtet, um über so eine Basis zu fliegen, weil man instant so... Und jetzt so... Na, guck mal, eine Basis. Ah, so. Oh. Was haben wir denn da schon? Ja, ihr kämpft da noch ein bisschen weiter, ne? Ist egal, ob er beobachtet wird. Ich will seine DNA haben. Das gibt 3000 Punkte wieder oben drauf. Sind lecker. Ohne die gehe ich hier nicht raus. Ups. So. Scheiße, ist auf Alarm. Ist mir egal. Ich kann ja eh rein. Die Basis ist eh sowieso unter Beschuss. Also von daher macht das ja nichts. Ja, so ein paar bessere Tage hat er auf jeden Fall gesehen. Oh Mann, und das war nicht ich, ey. Da habt ihr euch aber auch wieder die nettesten Leute eingeladen. All units, this is Bedrock. I have confirmed visual on a Tango. Security teams do not allow access to Dr. Fisher. Contain the infected. We can't risk damaging the terminals.
Oh yeah, die Reichweitenverlängerung war auf jeden Fall eine richtig geniale Idee. Die war richtig genial. Oh, hey Doc. Ganz langsam und vorsichtig. Guck mal hier, nehmen wir erstmal dich noch weg. Ach komm, jetzt hör auf, da rein. Hallo? Ja, durch so eine kleine Tür zu gehen ist schon schwierig. Guck mal her hier. So, was wolltest du machen? Ja, schieß doch. Ja, schieß doch. Ernsthaft? Durch die Wand? Lol. Hallo? Na? Einen brauche ich noch. Dann mache ich euch stylisch weg. Zumindest ein Großteil von euch. Und die restlichen Pfeile legen wir auf coole Art und Weise. Zum Beispiel mit einer Spitze im Gesicht. Oder in der Mitte durch. Ah, oh, so gut, wenn das dann bei denen ankommt, so. Oh shit. Oh god damn. Nicht so gut wie gedacht. Aber fast. Oh, die Basis noch schnell verlassen. Juliet 73. So, wir sind draußen. Noch weiter? Haha, ich wollte schon sagen, so viel mehr kann doch da gar nicht zu zählen zu der Basis. Festung 7-1 angenommen und exterminated. Und wir bekommen Machtspezialist. Wuhu, meine Mächte werden noch mächtiger. Ja, Mann. Ja, Mann. Am Rand des Horizonts, schwarze Loch oder verdreht, sobald sie die Klinge haben, vergrößert sich die Reichweite. Oh, ja. Klinge, ich liebe die Klinge. Und wir haben Level 11 erreicht. Wie geil! Was verbessere ich denn jetzt schon wieder? No. Es ist so viel, was man hier machen kann. Ich will... Gib mir den zweiten... Oh! Helikopterentführung, Fähigkeit kriegen wir noch. Geil. Sprunghöhe wird um 200% erhöht. Ja, Abtacke. Nehmen wir mit. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Jetzt müsste ich ja hier so ein Gebäude aus dem Stand hochspringen können. Übertrieben. Übertrieben gut. Übertrieben geil. Sehr schön. Coole Sache. Coole Sache. Feldagenten haben wir hier 100%. Hier gibt es keine Feldagenten. Da haben wir alle Feldagenten erledigt. Bauer haben wir hier 100%, haben wir da 100%. Da gibt es keine. Blackboxes haben wir hier 100%, haben wir da 100%. Haben wir überall 100%. Das ist doch genial. Das heißt, wir können uns jetzt so langsam, oder was heißt so langsam, wir könnten uns eigentlich auch relativ schnell Richtung nächste Mission begeben. Aber, meine Lieben, es ist mal wieder an der Zeit, dass wir uns erst in der nächsten Folge wiedersehen von Prototype 2, wenn es dann heißt, das Labyrinth. Das tödliche Labyrinth, glaube ich, war hieß die Mission, die wir jetzt so offen haben. Also, ich bin euer Hello 986. Ja, wäre ich jetzt darauf gelandet, wäre die gestartet. Wäre ja doof. Wäre ja voll der miese Cut und so dann, ne? Mittendrin so. Das ist Prototype 2. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.